Willkommen bei Gekocht, der beste Kochchannel auf YouTube. Jetzt kam der Wunsch nach einer Lasagne und die machen wir natürlich heute. Und ich habe dazu schon eingekauft. Die ganzen Zutaten erkläre ich euch jetzt und dann geht's los ans Kochen. Viel Spaß mit diesem Video. So, ich war jetzt wieder einkaufen und zwar habe ich hier 500 Gramm gehacktes, 200 Gramm geriebenen Mozzarella. Dann habe ich hier diese passierten Tomaten und zwar schon mediterran gewürzt. Na, da, genau. Lasagneblätter, wer hätte es gedacht. Dann Butter, Zwiebeln, Knoblauch, 400 Milliliter Milch. Etwas Tomatenmark nachher, um die Bolognese abzubinden. 50 Gramm Mehl. Das ist für die Bechamelsoße. Dann haben wir hier, das ist so eine Basilikum-Oregano-Mischung, schon getrocknet. Muskat, Pfeffer aus der Mühle, Lorbeer. Dann haben wir jetzt hier noch Piment. Ich habe den Piment schon gemahlen jetzt. Wird es mal scharf hier. Wie gesagt, schon gemahlen, schmeißt er mal weg. So, und dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen, weil ich mag das ein bisschen schärfer, Chili-Knoblauch. Das ist auch nochmal so eine kleine Gewürzmischung. So, jetzt braten wir erstmal das Gehacktes an für die Bolognese, binden den ganzen Spaß ab mit diesen passierten Tomaten, mit Tomatenmark, schmecken das schön ab, Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum. Und danach machen wir die Bechamelsoße. Wir fangen erstmal jetzt, wie gesagt, mit der Bolognese an. So, bevor wir mit der Soße aber eigentlich anfangen, werden wir noch Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden, sowie ein bis zwei Knoblauchzehen. Das kommt darauf an, wie ihr das haben möchtet nachher. Die werden wir auch noch klein häckseln, richtig möllern und dann ab mit in die Bolognese rein. Und dann schmeckt das vorzüglich. Viel Spaß! So, Pfanne ist vorgeheizt. Jetzt machen wir, mache ich mir noch was für die Butter zum Abstechen, ein Stückchen Butter hier rein. Nicht zu viel, weil das blöde gehackt ist. Das wässert ganz schön. So, gehacktes rein. Dann nehmen wir uns was zum klein machen hier. Wo ihr hinguckt. So, wie gesagt, hier. Schön anbraten. Die Zwiebeln und den Knoblauch geben mir kurz vorm Schluss dazu, weil sonst ist die Gefahr, dass Zwiebeln und Knoblauch anbrennen. Die darf man schön scharf anbraten. Wir können jetzt schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer dran machen. Zack. Schön Pfeffer aus der Mühle. Frischer geht's nicht. So, nehmen wir uns noch ein bisschen Salz. Muss ich euch mal kurz zur Seite schieben hier. Zack, ein bisschen Salz dran, nicht zu viel. Es soll ja noch genießbar bleiben. So. Wenn wir das dann gleich alles haben, geben wir dann die passierten Tomaten dran. Wie gesagt, aber erstmal noch das Zwiebeln und Knoblauch. Danach passierten Tomaten mit Tomatenmark abbinden und dann schön abschmecken, so wie es für euch in Frage kommt.
So, in der Zeit, wo das die Bolognese kocht, können wir uns schon mal einen Topf raussuchen für die Bechamelsoße. Das machen wir dann gleich mal. Rumpel, rumpel. Eieiei. So, Topf. Den haben wir gefunden. Den schmeißen wir gleich am Betreff. Hoppali, hoppalo, hoppala. Wo seid denn ihr hier? So, Lampe. Lampe ist im Weg. Die müssen wir wegräumen. Zack. So, wie gesagt, Bolognese ist gleich fertig. Die stellen wir dann zur Seite. Jetzt fangen wir mit der Bechamelsoße an. Und dann kochen wir die Lasagneplatten vor, weil ich habe die jetzt schon ein paar Mal nicht vorgekocht. Ich habe die roh in die Lasagne reingemacht. Es funktioniert, aber da müsste man auf geringer Stufe die Lasagne länger drin lassen. Und um das zu umgehen, kochen wir sie vor, packen sie in die Form beim Beschichten nachher dann halt schon vorgekocht rein und überbacken die ganze Geschichte. Und lecker schmecker ist es fertig. So, jetzt nehmen wir uns das Mehl, das stellen wir uns schon mal hier hin. Das brauchen wir nämlich gleich. Das 50 Gramm Mehl haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir, um eine gute, sag doch mal, Mehlschwitze zu machen, brauchen wir gleichen Teil Mehl und gleichen Teil Butter. Also bei 50 Gramm Mehl sollte man dann 50 Gramm Butter nehmen. Wenn das mal hier so funktioniert. Naja, wenn es ein bisschen mehr ist, macht es auch nicht. So, rein in den Topf, die gute Butter. Zack. Und dann machen wir jetzt eine Mehlschwitze. Wie gesagt, Butter zerlassen gehen. Zerlassen gehen. Besuch mal einen Deutschkurs, Micha. So, wie gesagt, zerlassen. Das Mehl dann nachher mit rein. Schön mit dem Schneebesen verrühren. Und dann mit der Milch, die wir haben, zu einer nach und nach zugeben und zu einer cremigen Soße verarbeiten. Und danach schön Lorbeer rein, Piment rein, Muskat, bisschen Salz, Pfeffer, abschmecken, bis es schmeckt. Und das ist dann unsere weiße Grundsoße für die Lasagne. So, wenn die weiße Grundsoße so langsam ihre Konsistenz erreicht hat und hier nebenbei noch unser gehacktes hier noch immer vor sich abgehüllt, kann man das mal abbinden, machen wir jetzt Tomatenmark dran. Bei Tomatenmark ist es halt ein gutes Bindemittel, muss man halt mal gucken, das schmeckt dann sehr tomatig, dass man dann vielleicht ein bisschen Zucker dran macht, dass dieser säuerliche Tomatengeschmack rausgeht, ne? Aber damit bindet man schön ab. Zack. So, ja, das ist auch kurz davor. Jetzt kommen wir zu der Bechermehl. Schön mal die Lorbeer und Piment dazugeben. Zweimal Lorbeerblätter und beim Piment bitte aufpassen, wenn ihr ganze Pimentkörner habt, nehmt ihr bloß ein oder zwei Körner. Bei gemahlenen müsst ihr wirklich aufpassen, da reicht schon mal so dreimal draufklopfen hier. Das war's. So, das lassen wir jetzt schön kochen. Wenn es jemand zu dick ist, ein bisschen mehr Wasser dran machen oder Milch. Bestenfalls noch Fond von der Frühe, wer sowas hat. So, jetzt können wir hier gleich noch ein bisschen. Ja, wo hab ich's denn? Zack, noch ein bisschen Muskat dran. Da auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Ja, sollte nur einen leichten Touch haben. Zack. So. Jetzt machen wir hier noch Oregano und Basilikum schon hinten dran. Erstmal nicht so viel. Mal probieren. So, jetzt probieren wir mal den ganzen Spaß. Ob das auch schmeckt. So, bei der Bechermehl
muss jetzt noch Salz dran. Siehst du, das haben wir total vergessen. Also Salz, Salz. Entweder macht ihr jetzt Salz dran oder wer hat, das gibt es in jedem Laden zu kaufen, ist Vegeta. Wo habe ich es denn? Das ist so eine blaue Tüte. Gibt es meistens beim Netto oder beim Ethika. Das hier, das ist so eine Gewürzmischung. Jetzt sieht die so, ich sag mal, na, wer scharf. Hab. Hallo. Ja. Das war mal. Na, wie gesagt, die sieht so gelb aus. Ich weiß jetzt nicht, warum die Kamera nicht scharf haben will. Davon kannst du auch was dran machen. Da müsst ihr auch vorsichtig sein. Das Vegeta ist richtig toll. Schmeckt sehr gut. Zack. So, Konsistenz bin ich zufrieden. Die ist so ein bisschen blubberig. So, alles der Spaß. Nochmal probieren. Mhm. Ja, noch ein bisschen Salz kann drin. Zack. So, dann ist der ganze Spaß fertig. Genau. So, jetzt kochen wir die Lasagneblätter vor. Ein bisschen so al dente. Und dann sehen wir uns gleich beim Schichten. Die, wie heißen sie denn? Mensch, die Lasagneplatten habe ich jetzt vorgekocht. Und jetzt geht's ans Schichten. Und zwar, ich fange immer damit an, erstmal ein bisschen gehackte Soße unten drunter zu machen. Das ist ein einfacher Grund, dass wir die Platten später, dass die da nicht so festkleben. So, jetzt nicht wundern, warum das eine riesen Schüssel ist. Wir riechen heute Abend Besuch. Und da dachte ich, wir machen Lasagne. Zack. So, jetzt legen wir die erste Reihe Lasagneplatten. So, und danach kommt dann eine Schicht. Oder für die erste Reihe reicht das. Jetzt kommt nochmal eine Schicht Gehacktes und Bechamelsoße. Zack. Und das verfüllt sich in so einer großen Form ganz schön schnell. Für eine zweite Reihe muss es dann noch reichen. Jetzt machen wir mal hier diese Bechamelsoße. Schön mit drüber verteilen. Zack. So, und jetzt kommt wieder eine Schicht Lasagneblätter. Da könnte es ruhig jetzt bei der zweiten Schicht ein paar mehr sein. Das hat diesen vorblanchiert. Oder vorgekocht. Und wenn wir das alles haben, machen wir zum Schluss den Käse drüber. Und dann geht die ganze Schote. Die ganze Schote. Geht dann für, naja, ich mache mal so 180 Grad, circa 20 Minuten, eine halbe Stunde. Es kommt drauf an, guckt euch dann den Käse an. Wenn der braun ist, ist es fertig. Wie gesagt, wir haben ja alles vorgekocht und da ist es nicht das Problem. Ja, so schnell kann man eine Lasagne machen und das in sogar, ne, gut unter einer Stunde. Wenn du jetzt noch mit Backen tust oder in den Ofen abschiebst, dann bist du, sagen wir, bei einer Stunde oder eineinhalb Stunden, aber sonst rucki zucki gemacht. So, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert ihn, es ist kostenlos und aktiviert die Glocke, verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Micha und schönen Tag euch noch.